So, hallo ihr Lieben, passend zu dem letzten Video, was ihr gemacht habt, kommt heute nochmal ein Video über Meghan und Harry, und zwar die Betaisierung des Mannes mit Trauma und Spiri. Also Betaisierung, was heißt das? Also man, das ist ja diese ja, Red Pill-Sprache, wie man die, glaube ich, nennt in den USA, also diese Frauen stehen auf Alpha-Männer, und da gibt es auch so dieses Narrativ, dass Frauen, wenn sie dann Alpha haben, dass sie dann versuchen, ihn zum Beta zu machen, nicht weil sie das so böse sind oder wollen, sondern also die Argumentation ist da, weil sie halt weiter gucken, ist er auch mit mir zusammen noch der starke Alpha oder lässt er sich klein kriegen. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das alle Frauen machen, ich glaube, das machen wirklich eher bestimmte Frauen, und ist aber nicht unbedingt was Gutes, weder was Gutes, wenn die Frau das so stark macht, noch wenn der Mann das zulässt. Trotzdem irgendwas, was echt häufig passiert, und diese Meghan und Harry Sache, die finde ich einfach sowieso so krass, wirklich. Also, und da hat mir jemand einen Bildartikel zugeschickt, und den werde ich auch mal drunter verlinken. Der heißt so: Meghan will Harry spirituell reinigen. Da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch, wenn ich das lese, weil, also normalerweise würde ich jetzt nicht über so eine Beziehung sprechen, aber weil die ja auch ständig in die Aufmerksamkeit gehen und die Öffentlichkeit suchen, denke ich, ist das okay, muss man es auch aushalten. Und weil auf mich wirkt das, ich weiß es natürlich nicht, ich kenne die nicht persönlich, aber es wirkt auf mich wirklich sehr toxisch, so muss ich sagen. So. Gut, ich werde auch mal das andere Video nochmal zu Meghan und Harry verlinken, das war ja auch sehr kontrovers, so. Und also Bild schreibt hier, so, zugegeben, wie der Prinz aus dem Bilderbuch trat der 36-jährige Royal-Aussteiger bislang nie auf. Unzählige Frauengeschichten statt warten auf die eine, Alkohol und Drogen statt braver Pflichterfüllung. Doch inzwischen ist der einzige Rebell kaum noch wiedererkennen. Harry gibt sich geläutert, ob seine Vergangenheit als Bad Boy und setzt auf Esoterik. Also ich finde den Artikel wirklich witzig, ich bin ja eigentlich sonst kein Bild-Fan, aber der ist wirklich witzig, und ja, also das ist genau die Sache, also vorher war er so der Bad Boy und in seiner Polarität an, und jetzt ja, gibt er sich sehr weich, also ich finde ja auch, dass er, darf er natürlich, ne, aber auch, dass er sich so macht ja auch viel, was sie will, was Meghan will, habe ich so den Eindruck zumindest, und ja, und gibt sich jetzt so weichgespült, und ich glaube, das wird ihm nicht zugute gereichen, so in dieser Beziehung, und er hat sich ja schon, das ist überhaupt immer eine schlechte Sache, wenn man sich, glaube ich, so abtrennen lässt von seiner Familie und so und so isolieren lässt, naja. Gut, und er hat ja natürlich auch eine schwierige Biografie, müssen wir gar nicht sagen, so. Und naja, schauen wir mal weiter. So, endlich traumafrei dank Ancestral Healing, das heißt so Heilen der Ahnenreihe. So. Damit beschreibt Harry das grundlegende Konzept des Ancestral Healing, auf Deutsch Heilung der Ahnen, das auf dem Glauben basiert, traumatische Erlebnisse würden über Generationen weitergegeben. Ist ja auch so. Eine Therapieform, die ihm nun von seiner Frau ins Herz gelegt wurde, um die verhängnisvolle Spirale, in der er hineingeboren wurde, zu durchbrechen. Also das finde ich echt krass, weil, mal ganz ehrlich, der hat doch schon genug zu tun mit seiner ganz konkreten Biografie, muss man, also das ist so, was ich richtig toxisch finde, was, glaube ich, auch wirklich Frauen machen, die ein Verhalten haben, also jetzt keine globale Bewertung, die sind alle gleich viel wert, aber ich finde das wirklich keine gute Strategie, zu sagen, oh, du hast so einen an der Waffel, ich lege dir jetzt mal so Therapieformen auch noch so halb öffentlich irgendwie ans Herz, und mein Gott, der hat auch schon genug mit seiner Biografie zu tun. Wieso muss er jetzt noch seine Ahnenreihe? Das ist auch wie, das ist für mich so spirituelles Ego, ne? So, ich muss jetzt meine ganze Ahnenreihe heilen bis zu den alten, ja, Germanen waren das ja nicht in England, aber keine Ahnung. Bis als die Wikinger irgendwie über England hergefahren sind, muss ich jetzt meine Ahnenreihe. Boah, also das riecht mich richtig auf, ey. So, Meghan hat Harry mit dem Konzept des Ancestral Healing bekannt gemacht. Sie selber hat durch ihre Mutter vom Trauma einer Generation erfahren. Ja, es gibt da so ein Zentrum da in Beverly Hills.
So. Außerdem sei Megan ein Freund der sogenannten Tapping-Therapie. Das ist eine coole Sache. Also dieses Tapping, also gegen diese Methoden an sich, wenn man da Bock drauf hat, ist nichts einzuwenden. Ich finde diese Haltung, die finde ich so problematisch. Ne? Auch ihren Mann habe die Herzogin schon so abgeklopft. Aber das ist nicht seine fucking Therapeutin, das ist seine Frau. Kann die nicht in Ruhe lassen? Ey, muss sie jetzt immer heilen und irgendwie sagen, ey, du hast einen in der Waffel. Und das ist nämlich echt immer so eine toxische Beziehungsstrategie. Du hast einen in der Waffel und ich bin für dich da und du bist krank. Und oh, finde ich ganz schlimm. Ey. Sie ist davon überzeugt, dass es ihr und Harry dabei hilft, negative Muster in ihrer DNS durch vergangene Generationen bis zum Zeitalter der Sklaverei abgespeichert sind zu lösen. Ey, alter Falter, jetzt ist sie so, ja, ich muss meine Ahnenreihe bis zur Sklaverei irgendwie heilen. Das finde ich für mich so spirituelles Ego. Und das ist für mich so eine, also wie sie sich so mit als fucking Prinzessin irgendwie, ne? Die mega, ey, die hat in Suits mitgespielt, das ist echt fast meine Lieblingsserie, ne? Super erfolgreich irgendwie. Aber sie ist ein Opfer. Also wie man das schafft, sich mit so einer Biografie als Opfer darzustellen, und in Saus und Braus, Saus und Braus weiß ich nicht, aber ja, weiß ich nicht, da auch so Reichtum zu suchen, Öffentlichkeit zu suchen. Und das ist irgendwie schön, wie dieser Artikel, hast du so viel thematisiert. Unter so einem Bild hier von Oprah Winfrey und diesem Interview steht dann, das Paar möchte sich von vergangenen Traumata Heilung zur Therapie, gehört öffentlich auch ein Besuch bei Oprah. Das ist echt mein Humor irgendwie. Aber wie sie sich so generiert als, ja, ich heile jetzt diese Sklavenlinie bis zur, diese Trauma hier bis zur Sklaverei. Alter Falter. Also erstmal, man könnte ja auch sagen, ja, ich könnte ja auch in meinen Genen mehr fokussieren auf die Gene, die ich von Buddha oder Jesus oder heiligen tibetischen Mönche habe, könnte man ja auch machen. Gut, das ist jetzt bei ihr vielleicht naheliegender mit der, aber trotzdem, das ist für mich ist das, wenn sich jemand, der so privilegiert lebt, sich so als Opfer und Heilerin generiert, das ist für mich ein Schlag ins Gesicht von Leuten, die wirklich in einer Art von Sklaverei leben und oder wirklich ein aktuelles, ausgebeutetes Leben haben. Also ich finde das einfach total krass irgendwie so. So, dann geht es noch um Reiki, auch nichts gegen Reiki, aber wie gesagt, diese Art, wie das hier so rübergebracht wird, finde ich total krass, irgendwie so. So, als wäre es nicht schon jede Menge therapeutisches Programm, setzen wir noch einen drauf mit Reiki. Durch Reiki sollen durch Handauflegen Energien fließen, eine Heilform, die normalerweise durch speziell ausgebildete Therapeuten ausgeübt wird. Ja, man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass jeder macht so Psychologie, ist braucht natürlich keiner eine Ausbildung und irgendwie, das kann man alles so machen, nur wenn man irgendwas erfahren hat. So, Megan praktiziert Reiki selbst, Insider. Megan wendet Reiki selbst bei sich an, auch bei Archie und ihren Hunden, damit sie sich ausgleichen und entspannen fühlen. Naja, soll sie machen, vielleicht ist sie auch ausgebildet, ich weiß es nicht. Aber also diese Art, irgendwie so zu seinem Partner zu sagen, ja, der hat eine Scheißbiografie, aber dazu sagen, hey, du kannst du jetzt mal bitte hier all diese Sachen machen, weil der Subtext ist ja irgendwie, ist krank, irgendwie so, ne? Und jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, dass Harry da total mitmacht. Ich meine, er könnte ja sagen, ey, fuck it, ey, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ne? Und ich muss echt sagen, also ich finde es cooler, wenn er Party-Exzesse haben würde, als dass er da sich jetzt an so einen, in so einen wirklich von spirituellem Ego getränkten, weiß ich nicht, Behandlungssumpf begibt, wo man einem dann immer noch, weiß ich nicht, vielleicht suggeriert, du musst jetzt auch noch diese ganze Ahnenreihe bis zur Besiedlung, also bis die Spanier irgendwie den amerikanischen Kontinent betreten haben, also diese ganze Ahnenreihe muss jetzt bearbeitet werden. Ey, boah, das ist für mich spirituelles Ego pur. Also finde ich super problematisch. Bin gespannt auf eure Kommentare und wir werden es bald wiedersehen.